Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Korborn Nations of the Ultra Core. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt, Leute. Freut mich sehr. Ihr seht schon, wir sind jetzt hier gerade unter diesem großen, mächtigen Eichenbaum. Und ich habe heute vor, mit euch hier in Ambros die Wälder abzuklappern, auf der Suche nach Pilzen. Genau, ganz normal Chipcups mitnehmen. Das ist so mein Plan. Okay, also die Clover-Händler sind noch da, also die Auftraggeber. Okay, also dann müsste das noch aktiv sein, glaube ich. Genau, denn es gab wieder einen Patch oder so ein kleines Update. Ich weiß es nicht, was das war. Kann ich leider nicht sagen. So, Moment. Jetzt schauen wir mal. Warte mal, wo sind denn diese Wälder hier? Ach so, da haben wir ja einen. Der ist hier. So. Schauen wir mal, wie es da mit Pilzen ausschaut. Ja, ich wollte jetzt extra nicht wieder an dem mittleren Wald anfangen. Aber ich weiß halt nicht, wie es hier ausschaut. Ach, Vieh, ich hau ab. Ob es hier Pilze gibt. Ich glaube, hier waren keine Pilze, wenn ich mich nicht irre. Aber ist ja egal. Einfach mal schön. Ah doch, hier ist mal einer. Einfach hier schön ein bisschen rumrennen und mal schauen, was wir hier so erleben. So, hallo. Müssen wir natürlich auch wieder Tierchen begrüßen. Wenn es sonst schon keiner macht, das ist für mich ein wichtiger Bestandteil hier im Spiel. So, und da hinten hatten wir auch noch so einen kleinen Wald. Den könnten wir nochmal hinschauen. Genau. Wartet mal, wo war der Wald? Ah, hier, genau. Ja, zu Tierchen begrüßen, das muss einfach sein. Ja, und also, Europalast, ihr natürlich auch. Hallo. Ja, das hebt mich einfach so ein bisschen ab von anderen Spielern. Würde ich sagen. Ja, und ich merke halt immer mehr, welche Unterschiede es gibt zwischen mir und anderen Korban-Spielern. Ich bin ja momentan noch im Plankranz-Discord und was ich da so lese, die ganzen Kommentare und so weiter, bestärkt mich halt umso mehr irgendwie, keine Ahnung, dass irgendwie alle anscheinend gleich sind. Die kümmern sich um die gleichen Themen, die haben die gleichen Vorlieben und das sind aber alles so Dinge, die mich absolut nicht interessieren. Und ich habe euch ja mal gesagt, ich habe so eine Idee mal gepostet. Von wegen, ich würde gerne Tiere streicheln können. Und da war halt dann leider gleich wieder ein saudummer Kommentar darunter unter meiner Meinung. Und die Leute finden das anscheinend lustig. Also von wegen, keine Ahnung. Es gibt immer noch Tiere, die man nicht töten kann. Also die Hühnchen zum Beispiel. Und es war wieder, also es beweist mir einfach erstens mal, was für dumme Menschen es einfach gibt. Und beweist mir unter anderem auch, dass ich anders bin wie andere Spieler. Dass ich andere Prioritäten habe und ich weiß auch ganz genau, warum ich eigentlich nicht in diesen Discord mehr möchte. Also auf die Gefahr hin, dass ich vielleicht arrogant klinge, ich finde halt, die meisten Spieler sind wirklich alle gleichgeschaltet. Alle denken gleich, alle haben. Ach, ich weiß auch nicht, irgendwie. Das ist nicht meine Welt dort in dem Blankranz-Discord. Also, keine Ahnung. Ich meine, wenn ich mich verarschen lassen will, dann kann ich mich selbst verarschen. Dann brauche ich nicht irgendwie hier anderen Idioten, die mir irgendwie dumme Kommentare hinterlassen. Und ich habe,
diesen Questvorschlag wieder gelöscht, weil, wie gesagt, ich habe es nicht nötig, dass ich mich da irgendwie blöd anmachen lassen kann oder dass man meine Kommentare quasi negiert oder meinen Vorschlag negiert. Aber ich finde es schon wirklich mehr als, wie soll ich sagen, es sagt viel über die Menschheit aus, wenn man solche Kommentare lesen muss. Und für mich ist das ein Beispiel von vielen, was alles so mit den Menschen schief läuft und auch mit uns Gamern. So, wir sind jetzt hier. Dann könnte man da nochmal lang gehen. Ja, genau, dann machen wir das. Schauen wir mal. Hier gab es ja auf jeden Fall Pilze. Also noch ein bisschen genauer umschauen. Ich finde es halt schon echt dreist, sowas zu schreiben. Ist wieder, wenn wir schon beim Thema Arschlöcher sind. Traurig, wirklich traurig. Ich war wirklich sauer, was diesen Kommentar betrifft. War wirklich, das hat mich wirklich einige Stunden beschäftigt. Ja, normalerweise dürfte man sich nichts nichts dabei denken und einfach, ja mein Gott, Menschen sind halt so und ich bin halt so und, aber weiß nicht. Es war halt genau das Gegenteil, wie ich halt geschrieben habe. Und so richtig dreist, so richtig Schlag ins Gesicht. Und ich bin halt leider so, dass ich mir sowas leider irgendwie, ja, was heißt, zu Herzen nehme. Ich weiß, dass es ja ein Trottel ist. Aber, ja, es belastet mich halt trotzdem, dass es solche Menschen gibt. Also wirklich für mich absolut verabscheuungswürdig sowas. Muss ich wirklich klar und deutlich sagen. Es läuft eh schon so viel schief in dieser Welt. Und dann, das ganze Internet ist voller Trolle und irgendwelcher dummen Idioten, die irgendwelche Scheiße von sich geben und sich selbst als zu wichtig erachten und andere klein halten. Nee. Da bin ich echt froh, dass ich mich da nicht darunter zählen muss. Ich tue ja auch alles dazu, dass dem nicht so ist. Und weil es halt einfach meine persönliche Überzeugung ist. Ganz einfach. Naja, okay. Dumme Menschen gibt's überall. Was soll man machen? So. Wir schnappen uns jetzt auf jeden Fall Pilze. Jede Menge. Moment. Ach so, Europala. Okay. Du bist natürlich gern gesehen, mein Freund. Mitnehmen hier. Okay, schnappen wir uns mal. Oh, ist auch noch ein Pilz. Schnappen wir uns mal das Schwefel hier. Vielleicht ist da noch was Schönes drin. Und natürlich regnet es wieder. So. Pilzleder war dabei. Und hier ist auch noch so ein Teil. Moment, da war noch ein Leuchtschwamm mal. Schnell noch schnappen die zwei. Solange die noch da sind. So, okay. Dann dürften uns die Blödmänner auch schon nicht mehr angreifen. Genau, einfach ein bisschen gemütlich Pilze sammeln. Das machen wir heute. Hatte ich mir wieder Lust. Und ja, Kleeblätter weiß ich jetzt noch nicht, ob wir dann nochmal weitermachen und wie lange das Event noch drin ist. Keine Ahnung. Ich persönlich müsste jetzt keine mehr sammeln. Mir reicht das, was ich habe. Aber mal schauen, vielleicht habe ich trotzdem noch ein bisschen Lust. Na du? Ja, ich bin froh, dass ich anders bin. Und ehrlich gesagt,
ohne wirklich selbstverliebt zu sein oder mich in ein besonders gutes Licht zu rücken. Ich bin stolz drauf, was ich bin und wie ich bin. Das kann man ja auch mal so zugeben. So, da wird's da runtergehen. Jetzt schauen wir mal. Hatten wir hier schon alle? Ich glaube, hier sind wir soweit durch. Okay, Dukeset brauchen wir nicht. Denn für die Heiltränke und so weiter, da braucht es ja dann eher Chip-Cups. So, okay. Dann schauen wir mal hier rauf. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich mich da so reinsteigert. Das ist irgendwie so ein Teil von mir. Also, normal sollte man ja auch Trolle und irgendwelche Idioten überhaupt nicht beachten, denn davon leben sie. Und ich habe es halt echt versucht, runterzuschlucken, dieses Thema oder diesen Kommentar. Aber mir fällt sowas wirklich schwer. Weil der halt genau in die Kerbe rein ist. Aber okay. Lass uns nicht mehr über Idioten reden. Lass uns über was reden, was Spaß macht. Und das ist Korban momentan wirklich ziemlich. So, okay. Warte mal, wir sind bei der Brücke genau hier am Anfang. Und hier können wir ja wieder schön Pilze sammeln. Ach ja. Ich hab's schon wieder vermisst. Einfach schön im Wald Schwammerl suchen. Das ist total geil. So. Okay. Hier gehen wir, warte mal, oder gehen wir erstmal hier lang. Wenn wir schon da sind. War da nicht auch gerade noch einer? Habe mich wohl geirrt. Okay, macht ja nichts. Wie gesagt, wir müssen wahrscheinlich eh noch eine Kiste irgendwie aufstellen. Weil wir haben keinen Platz mehr für so Zeug eigentlich. Genau, Eisen haben wir voll mittlerweile. Da brauchen wir nichts mehr sammeln. Ja, da hatte ich noch eine Kiste angefangen, aber das ist wirklich unwichtig. Das ist wirklich die Reserve-Kiste. Also in der Truhe oder in der Kiste, wo Gold drin ist, habe ich ja ein bisschen was reingeschmissen, weil ich den Rest halt auch nicht wegwerfen wollte. Aber so wie es ausschaut, passt das alles. Okay, Duke Set. So. Hier war noch einer versteckt. Naja, was ist versteckt? Okay. Aber es ist echt komisch, das mal von der anderen Seite anzufangen. So, haben wir hier... Nee. Ach nee, das war nicht hier. Das war noch ein Stückchen weiter drüben. Oh. So, ich glaube, hier waren wir durch in dem Eck hier. Schauen wir mal hier oben ein bisschen. So, okay. Dann hier unten. So, da haben wir auf jeden Fall auch nochmal Schwefel. Und, ja, gut, ein Pilz. Ein besonderer. So. Du kommst mit und du und eine Tasche. Das ist eine normale reguläres Elixier. Okay. Okay, ne, hier waren wir aber schon. Jetzt erstmal hier unten nochmal abschauen und dann gehen wir auch nach oben. Da sind ja auch immer jede Menge gewesen. Hm. Hier wohl eher weniger, so wie es ausschaut. Da ist einer. Okay, passt schon.
Ach ja, das ist für mich Korban. Eine schöne Musik im Hintergrund, in den Wäldern, wo es friedlich ist, herumstreifen, Pilze pflücken oder sowas in der Art machen. Ach, wunderbar. Einfach wunderbar. Mich mit euch unterhalten. Ja, gut, es ist ja ein bisschen einseitig, sag ich mal, denn ich quatsche ja nur die ganze Zeit. Aber ihr könnt ja schließlich Kommentare schreiben, über die ich mich ja auch immer sehr freue. So, hier haben wir eine Kappe. Du kommst auch mit. So, na du? Okay, stopp. Da sind zwei. Und ich glaube, hier oben waren wir schon. Genau. Dann können wir jetzt hier nochmal gucken. Na? Den Busch gerannt. Oh Mann. Hier so am Waldrand sind normal auch immer welche. Genau. Mit der hier. Und dann bei Nip, glaube ich. Waren auch welche hier am Rand. So. Genau, Nip ist. Ach so? Ach, er ist komplett umgezogen jetzt. Ach so. Ja, krass, hier war ich ja auch noch nicht seit dem großen Update. Er ist jetzt hier weg, okay. Ich habe gedacht, das sind vielleicht irgendwo parallel aufbauen, aber okay. Interessant. Hm. Ah. Da ist auch noch einer hier. So. Gut. Wie schaut's denn aus? Wir haben ja eh schon jede Menge. Wir haben schon 2,5 Stapel. Das ist doch super. Okay. Irgendwie bin ich gerade noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen müde und ein bisschen kaputt, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht. Der Kaffee hat heute auch nicht angerührt. Wenn wir da runter auch noch gehen? Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Warte mal, schauen wir jetzt erstmal hier oben lang. Arbeiten wir uns von oben nach unten vor. Genau, hier haben wir ja auch immer welche Bildsporen zwischendurch nochmal. So, da auch nochmal einer. Und hier. Oh, was haben wir denn da? Da hatte ich auch noch nie einen Hardwood-Baum, glaube ich. Okay. Gut, da sehe ich nichts. Ah, oh, ich muss mal einen Schluck Kaffee nehmen. Ich habe auch gerade ziemlichen Hunger irgendwie. Ich weiß auch nicht. Mir fehlt gerade so ein bisschen die Energie. Gerade ging es noch vor dem Aufnehmen. Ah, jetzt auf einmal irgendwie so ein kleines Tief. Körperlich gesehen.
Naja. In 2 Stunden gibt es auch noch mal was zum Essen. Dann mache ich mir heute Spaghetti Carbonara. Da habe ich auch so richtig Lust. Gestern noch Speck eingekauft und Parmesan. Es ist richtig lecker. So, okay. Wie schaut es denn hier aus? Haben wir hier auch noch Pilze? Ja. So. Da sind noch mehr von diesen Rackern. Sehr cool. Okay. Gut, hier scheint es ein bisschen weniger zu geben, nehme ich an. Ja, wir sind ja auch schon nicht mehr im Wald. Da ist noch einer. Nee. Ja, ich wusste, es muss ja passieren. Ja, Busch angegrabbelt hier. Ah. Da haben wir auch noch 2. Okay, genau, hier waren auch immer welche. Hier nicht, aber ich glaube, hier, wenn wir so weitergehen. Da, genau. Warte mal, hier waren doch auch noch welche, genau. Und da. The tradition is a fence around the law. Tithes are a fence around riches. Vows are a fence around abstinence. A fence around wisdom is silence. Wer bist du denn? Tipps? Ach so, du hast auch Stadtgenehmigungen. Aha, dich kenne ich hier auch noch nicht. Und er ist, glaube ich, auch neu. Aha, interessant. So, hallo. Ich schnapp mir bloß mal den Pilz hier. Okay, gut, dann waren wir jetzt hier. Genau, hier haben wir auch noch 2. So, dann schauen wir mal die Ecke hier noch ab. Und ein bisschen weiter oben lang. Da kann es auch noch sein, dass der ein oder andere wächst. Sag mal, haben sie die Anzahl an Viecher erhöht? Irgendwie vom Gefühl her sind die Europalas mehr geworden. Keine Ahnung. Die Bärchen sind nicht da. Ach, dieses Wetter. Naja. Was soll man machen? Genau. Okay, ich glaube, hier waren wir jetzt schon zu Genüge. Genau, okay. Dann gehen wir da wieder lang und nochmal in den einen Wald darunter. Ah, dieses Wetter! Habe ich den übersehen oder sind die schon wieder da? Na, ist egal. So wichtig ist es ja nicht. Ach so, ach Quatsch. Ich muss doch gar nicht hier runter. Wir müssen ja nochmal über die Brücke rüber. Okay. Ja, kann sein, dass... Nee, ich meine, die haben wir noch nicht geholt hier. Ah, warte. Den nehmen wir mit. Ich
Frau eine neue Musik. Klingt interessant. Aber ehrlich gesagt, ich würde sagen, das reicht jetzt auch wieder. Wir brauchen in den anderen Wald nicht auch noch gehen. Nee, wir haben echt genug. Warte mal. Schmeißen wir mal den Scheiß hier raus. Schwefel. Weg damit. Okay, und gehen wir wieder zurück. Das reicht. Genießen wir noch ein bisschen die schöne Musik. Okay. Oh, es greift doch an. Aua, scheiße. Da war ich wohl zuvor schnell. Ich wollte das einfach ausnutzen, dass man da ein bisschen schauen kann, aber... Oh, wow. Kommen da viele Sporen raus. Sau cool. Ja, ich bin so ein bisschen stiller, weil ich die Musik nun mal hören möchte. Es klingt ein bisschen exotischer, muss ich sagen. Ist hier irgendwas anders? Nee. Keine Ahnung. Okay, gut, dann räumen wir mal aus hier. Erstmal das, was wir schon haben. Okay. Pilzsporen haben wir. Euch hier. Feines Harz. Und hier eventuell ist noch ein bisschen Platz für Leuchtpilze. Genau, so ein bisschen. Okay. Nachher müssen wir dann bauen. Ich weiß nicht, wo ich die Kiste hinschmeißen soll. Ach ne, Smaragde haben wir gar keine. Dafür Mondstein und Saphire. Wir haben Pilzleder, Hardwood und Quarzsand. So. Und das. Die Sporen kommen wieder zu mir rüber. Okay, gut. Was brauchen wir denn für eine Kiste? Leichtholz und Kleber. Aber jetzt schauen wir erstmal. Oder haben wir doch noch irgendwo Platz? Oh, hier waren die Beeren. Hier sind die Pilze. Hier ist eine Gemischtkiste. Hier ist nix. Was haben wir hier? Aha, hier sind nochmal Grube. Na, wisst ihr was? Dann brauchen wir gar keine Kiste. Dann schmeißen wir hier einfach noch Pilze dazu und fertig. Ja, ganz einfach. Passt schon. Okay. Gut, sehr schön. Ich schau nochmal schnell, 6 Tage, alles gut soweit. Gott, dann die Sporen noch zu mir. So, okay, alles klar. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute.
Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an der Folge und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Macht's gut, ciao und servus.